Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. So, da ist man mal kurz weg und schon entdeckt man einen schwarzen Opal, einen neuen Gegenstand. Und wir haben eine Kiste, aber bevor wir an die Kiste gehen, werden wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, und gucken, was uns diese Kiste, ja, jetzt mitteilen möchte oder was sie uns beschert. Wir gucken mal, wir haben hier eine Kiste gefunden, 51 Millionen, jo. Das ist ganz gut. So, da haben wir noch ein paar Diamanten. Das ist auch gut. Und das war's erstmal. So, damit sind wir schon mal wieder ein bisschen vorangekommen. Wir haben für das nächste Upgrade schon eine ganze Menge zusammen. Es fehlt nur noch ein bisschen Gold. Ansonsten passt das. Und für das andere Upgrade mit dem Lager fehlen uns nur noch 164 Uran. So, also wir kommen durch. Wir kommen so langsam voran, so ganz langsam voran. Der braucht noch eine Stunde, bis er was gefunden hat. Was er gefunden hat, dann wissen wir noch nicht. Das werden wir uns dann entsprechend mal anschauen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt Opale. Die sind, glaube ich, auch für diverse weitere... Ah, hier 1000 Opale und 20.000 für den Metalldetektor. Und wir brauchen noch 4 Building Materials. Da brauchen wir noch 2, da brauchen wir 5. Also ohne die Building Materials können wir nichts machen. Und die Opale sollten wir uns definitiv aufheben. Wir sehen, wir brauchen später eine ganze Menge davon. So, und hier ist jetzt die Frage, was schaffen wir zuerst? Die 84.000 Gold oder die 156 Uran? Wäre natürlich beides interessant, wobei ich natürlich mit der Bohrgeschwindigkeit schon sehr zufrieden wäre. Aber für die nächsten Upgrades brauchen wir hier überall eine ganze Menge. Also wir müssen eigentlich auch schauen, dass wir hier relativ zeitnah das Level-Upgrade für den Laderaum noch hinkriegen. Das ist natürlich jetzt immer abhängig davon, inwiefern wir hier noch was finden oder entdecken oder machen können oder was uns noch erwartet. Ich habe keine Ahnung. Wir sind schon sehr, sehr weit vorangekommen. Wir sind auf 80 Kilometer Tiefe und 80 Kilometer ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wir brauchen noch 7 Minuten bis zum nächsten Kilometer. Das ist sehr gut. Es geht auch insgesamt jetzt relativ zügig voran. Die Opale, die brauchen natürlich ein bisschen jetzt, weil wir dort ja noch relativ frisch sind. Wir haben 300 Millionen, die wir hier entsprechend noch zur Verfügung kriegen könnten. Sind wir aber noch weit entfernt von den 6 Milliarden, die wir brauchen. Das ist natürlich schon noch eine heftige Nummer. So, das bedeutet, ja, warten. Warten auf Überraschungen, auf vielleicht eine weitere Truhe, das wäre schön. Tickets haben wir keine mehr. Mein Versuch dann noch an Tickets heranzukommen mit Codes, das ist ja leider schief gelaufen. Da haben wir auch leider nichts Neues bekommen. Von dem Punkt müssen wir natürlich jetzt gucken, wie wir uns hier sozusagen am besten bereithalten. 18 Millionen wert haben wir. Also das Pyrit, das geht schon gut ab. Ich glaube, da können wir sogar eventuell nochmal verkaufen. Bin mir nicht sicher, aber ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Aber 19 Millionen sind unterm Strich natürlich auch noch nicht wirklich viel. Ne? Für die Gelder, die wir hier brauchen mit 6 Milliarden und allem. Allein hier schon 6 Milliarden. Ne? Also da fehlt, da kommen ja dann noch andere Summen zusammen. Genauso wie bei den Upgrades. Wenn man hier guckt, 20 Milliarden. Da ist unheimlich viel. Die zwei können wir ohne Probleme machen. Selbst bei dem brauchen wir schon 3 Milliarden. Also wir müssen schauen, dass wir da irgendwie weiter geldtechnisch vorankommen. Das geht natürlich nur über die Upgrades. Und ich hoffe, dass wir upgrade-technisch uns da noch ein bisschen weiterentwickeln können. 80.000 oder 77.000 Gold fehlen noch. Beziehungsweise hier noch 131 Uran 1. Jetzt noch 130. Dann können wir zumindest mal wieder die nächste Geschichte erweitern. Hier haben wir noch eine Stunde, die wir warten müssen, bis wir eventuell was Neues erforscht kriegen. 2 Relikte haben wir, das heißt 12% Geschwindigkeitsboost haben wir im Moment. Das ist sehr gut. Das hilft uns auf alle Fälle schon mal, sagen wir mal, ein bisschen schneller an das Material zu kommen. So, und 3 Sachen haben wir hier noch zu erforschen. Dann hätten wir da zumindest schon mal alle Materialien drin. In 5 Minuten haben wir den nächsten Kilometer erreicht. Jetzt sind es nur noch 126 und hier noch 75.000. Ja, ist noch ein bisschen. Aber wir müssen jetzt halt mal schauen, wie wir es hinkriegen.
Das geht leider nur, indem wir jetzt ein bisschen Geduld haben. Ich habe schon überlegt, ob ich dann zwischen den Folgen eventuell mal so einen Tag Aufnahmepause mache. Damit wir einfach mal hier wieder ein bisschen was zusammenkriegen, so einmal voll sammeln lassen. Denn hier jetzt nur zu sitzen und zu warten, das ist natürlich nicht so toll. Ich denke, so einen kleinen Sprung können wir dann ruhig mal machen, damit wir auch mal hier ein bisschen sozusagen inhaltlich weiterkommen. So, jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Kleinen Moment. Okay, abgenommen und wieder aufgelegt. Das ist natürlich auch sehr schön. Da muss ich dann gleich nochmal zurückrufen. Keine Ahnung, was die wollten. Aber das werden wir gleich rausfinden. So, und hier, wie gesagt, es blinkt leider noch nichts. Es wäre schön, wenn wir eine Truhe finden. Eine Truhe würde uns jetzt endlich mal wieder ein bisschen voranbringen. Ja, also ich glaube, ich mache das wirklich so. Wir werden zwischen den Folgen, lasse ich das Ding einfach ein bisschen an, dass wir sozusagen uns hier noch ein paar Sachen auf Vorrat schon mal holen, damit wir auch mit den Erweiterungen vorankommen, denn das andere bringt uns nicht viel. Jetzt müssen wir halt, wie gesagt, eine ganze Menge warten. Wir sind hier schon bei fast 80%. Gut, wir könnten hier nochmal ein bisschen was verkaufen. Gold auf keinen Fall. Ne, das brauchen wir ja. Das brauchen wir ja, aber so kriegen wir auch nur ein bisschen Reserve hier rein. Aber ich weiß nicht, ob das uns so viel bringt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Das ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Und wir kommen auch sonst nicht voran. Ne? Es gibt nichts zum Abbauen. Es gibt in dem Sinne nichts, was wir groß machen können. Ja, also wird die Strategie dann lauten, wir lassen immer zwischendurch mal so ein bisschen laufen, bis wir so, wie ich sagen wir mal, kurz vor der nächsten Idee bin, die wir hier nutzen können, sprich Erweiterung. Hier haben wir jetzt nicht mehr viel. Das müsste hoffentlich bald laufen. Da fehlen natürlich noch 68.000. Hier fehlen jetzt nur noch 106. Ich weiß aber nicht, wie schnell die zusammenkommen. Das ist das Problem an der Geschichte. Das ist echt doof. Kilometermäßig kommen wir ja schon ein bisschen voran, aber da ist der nächste Erfolg bei 100. Ne? 100 Kilometer hier. Gibt 1 Milliarde. Das klingt auch nicht so viel, ne? 1 Milliarde. Das ist die Frage, was ist in der Kiste dann drin? Ne? Das macht es natürlich dann nochmal ein bisschen spannend. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, worauf das Spiel aufbaut, dass man dann sagt, oh nee, komm, ich kaufe jetzt doch nochmal ein paar Tickets. Aber ich will keine Tickets kaufen. Nee, da bin ich jetzt mal eigen. Ich möchte keine Tickets kaufen. Ich möchte eigentlich schauen, dass wir hier nach Möglichkeit ohne Tickets durchkommen. Das ist auch machbar, wie gesagt. Notfalls lassen wir einfach zwischendurch ein bisschen laufen. Das ist nicht das Problem. Denn ab und zu kommen ja auch mal Kisten rein. Es wäre schön, wenn mal wieder eine reinkäme jetzt, ja. Aber im Moment sieht es ein bisschen schwach aus. Auch mit Abbauen sieht es im Moment schwierig aus. Da ist auch nichts groß da. Und der Golem möchte ja eine ganze Menge haben, damit wir hier im Prinzip arbeiten dürfen oder weiter erweitern können. Und das kostet halt Zeit. So, 97 Uran 1. Dann hätten wir es. Dann hätten wir zumindest die Lagererweiterung schon mal. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Dann können wir 1 Million einlagern. Ich denke, das ist schon eine stolze Hausnummer. Ich weiß gar nicht, das größte Lager ist 3 Millionen. Also mehr als 3 Millionen einlagern geht sowieso im Moment noch nicht. Außer wir finden dann noch irgendein Monster, was dann eventuell uns noch weitere Optionen bietet. Aber in dem Stadium jetzt geht es nicht weiter. Aber hier wir haben ja gemerkt, hier haben wir mindestens noch 3, 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 zusätzliche Sachen, die wir hier noch entdecken können. Wo ich jetzt auch noch nicht weiß, was auf uns zukommt. Wie gesagt, alles, was ich jetzt hier im Moment mache, ist auch für mich hier noch ein bisschen Neuland. Von daher bin ich jetzt genauso unwissend wie die meisten von euch. Außer einer hat es schon durchgespielt. Das weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten ja. 23 Sekunden, gut. Geht's voran. Da dauert es. Keine Kiste. Doof. Aber ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, wir warten dann. Und ich lasse das einfach so zwischendurch mal so ein Stündchen oder sowas laufen. Der braucht natürlich hier schon eine ganze Zeit, bis das Ganze immer voll ist. Und ich würde sagen, ich lasse immer so lange laufen, bis die Kapazität voll ist.
Das ist nicht allzu lange. 81 Kilometer jetzt. Cool. Immer noch Totenköpfe. Noch nichts Neues. Und wenn wir die 81, wenn wir hier dann das Lager voll haben, dann mache ich praktisch die nächste Videoaufnahme. Ich bin ja auch nicht immer im Spiel drin, also das läuft ja dann im Prinzip nur kurz vorher, kurz nachher noch ein bisschen nach. Von dem Punkt denke ich mal, passt das. So, wir sind jetzt bei 78%, ja. Jetzt können wir gerade hier noch ein paar Nebenprodukte verkaufen und schon wären wir bei 7 Minuten. Ja, also ich denke mal so 20 Minuten brauchen wir unterm Strich ohne weitere Upgrades, bis wir hier das Ganze voll hätten. Weil das jetzt gar keine Kiste kommt, das irritiert mich so ein bisschen. Ist eigentlich schade. Das wäre echt schön, wenn hier mal ein paar Kisten reinkommen. Ne? Aber soweit man jetzt hier gucken kann, nichts zum Abbauen. Keine Kiste, gar nichts. Ne? Null. Niet, nada. Gar nichts. Das ist schade. Ich glaube, das ist der Moment, wo die Leute dann sagen, okay, ich kaufe jetzt für 1 Euro 10 Tickets oder sowas. Dann kauft sie nochmal, dann kauft sie nochmal. Und irgendwann sind sie bei, was kostet das? 100 Euro für 1400 Tickets. Alter, das ist ja, ja, dann kaufst du denen den Erfolg, aber du kommst nicht im Prinzip weiter. Oder irgendwann ist ein Stand erreicht, wo man ohne Tickets gar nicht weiterkommt und ewig warten muss. Auch das werden wir herausfinden, ob wir in der Richtung Befürchtungen haben müssen. 16 Minuten bis zum nächsten Kilometer. Oh, roter Diamant. Wir haben etwas Neues entdeckt. Das ist gut. Ein roter Diamant. Der ist wichtig für den Manager. 100 Stück und 2 Werkzeugsets brauchen wir. Ja, wir haben beides noch nicht. Also haben wir da auch noch ein bisschen Ruhe. Also, das wird dann noch ein bisschen dauern. So, wir brauchen noch 54.000 hier. Da kommen wir eigentlich ganz gut voran und nur noch 66 hier drüben. Und immer noch keine Kiste. Immer noch keine Kiste. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber dadurch, dass ich das jetzt alles noch so ein bisschen hinzögert, würde ich sagen, mache ich jetzt heute mal die Folge ein bisschen kürzer. Ich habe ja letztens auch öfters mal die Folgen länger gemacht. Ich wollte die eigentlich gar nicht so lang machen. Ich dachte immer so 15 bis 20 Minuten. Hat sich aber dann doch immer ergeben, dass es dann doch nochmal länger wurde. Man hat hier nochmal geguckt, da nochmal geguckt. Und unterm Strich auf einmal war es dann doch so, dass wir... Oh, hier können wir noch was abbauen. Coltan ein bisschen. Dass wir dann doch... Oh, jetzt kommt die Kiste. Oh, jetzt ist es... Ich wollte gerade Schluss machen und jetzt kommt eine Kiste. Jetzt gucken wir, wo die Kiste ist. Da ist eine. Was bringt sie uns? 41 Millionen. Jo, ist nicht verkehrt. Aber eine Zeitkapsel wäre deutlich besser gewesen für uns. Deutlich besser. Na gut, dann gucken wir, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Wie gesagt, ich gucke mal, da ich immer so auf Viertelstunde, 20 Minuten halte ungefähr. Wir brauchen noch 50.000 hier. Wir brauchen noch 60 hier. Wir haben die Kapazität einigermaßen schon gut ausgenutzt. Das Bohren dauert auch noch ein bisschen, deswegen lasse ich das Spiel jetzt ein bisschen weiterlaufen, dass wir in der nächsten Folge dann schauen, dass wir sozusagen mit der nächsten Erweiterung loslegen können. In dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.